Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir eine 026 von Stihl aufbauen und da habe ich gedacht, ich nehme euch mal wieder mit. Viel Spaß dabei! So, als erstes werden wir heute mal den Zylinder ziehen. Problem ist nämlich, was mir schon aufgefallen ist, ich hoffe ihr seht das auch, hier ist Mumpe dran, also Dichtmasse, und das sollte da in keinem Fall normalerweise sein. Die möchte ich mal auf den Grund gehen, da kommt normalerweise nur eine Papierdichtung zwischen. Genau, das möchte ich mir mal angucken, warum da Mumpe zwischen ist und ob da überhaupt denn eine Papierdichtung zwischen ist, weil die werden wir dann auf jeden Fall da wieder einsetzen. So, dazu lösen wir jetzt als erstes mal die Schrauben. Die Säge habe ich übrigens schon so bekommen. Teile sollen wohl alle dabei sein. Ein paar habe ich schon nachbestellt, weil nicht alle dabei waren, aber gut. Deswegen fangen wir heute auch so an und zerlegen die Säge gar nicht erst, sondern haben sie halt schon teilzerlegt bekommen. Macht es natürlich jetzt auch ein bisschen einfacher, weil dann brauchen wir nicht bei null anfangen. Sind alle lose. Schwupp. Also ich habe eben gerade schon gedacht, die hätte einen Kolbenfresser, aber nein, das ist einfach nur altes Öl gewesen. Sieht auf jeden Fall gut aus, der Kolben. Und ja, hier wurde dann halt die Dichtung, die Zylinderfußdichtung mit Mumpe angeklebt. Die werde ich jetzt auf jeden Fall gleich erstmal losmachen und dann setzen wir da mal eine neue auf. Aufpassen, dass uns nichts ins Kurbelgehäuse von dem Rotz fällt, weil das müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal alles ordentlich hier abmachen und dann schauen wir mal weiter. So, ich habe die Dichtung ab. Kurbelwelle sieht ganz gut aus tatsächlich. Da ist kein Spiel jetzt merklich vorhanden. Klar, seitliches Spiel muss das Ganze haben. Ist ja keine Frage. Ich habe den Kolben jetzt mal einmal richtig sauber gemacht von oben noch ein bisschen. Hier war ein bisschen Ölkohle oben drauf. Dann werden wir uns jetzt mal einmal schnell den Zylinder zugute nehmen und gucken, weil hier oben ist auch viel Ölkohle drin. Wartet mal. So. Vielleicht jetzt besser zu erkennen. Also das ist relativ viel Ölkohle, das werde ich gleich noch mal einmal reinigen, dann ist der Scheiß wenigstens raus. Ansonsten sieht der Zylinder echt noch ganz gut aus. Ich mache den gleich einmal sauber. Ja, und dann würde ich sagen, können wir schon wieder zusammenstecken. So, den Zylinder habe ich sauber. Dann würde ich sagen, stecken wir jetzt mal den Kolben wieder rein. Hier wieder dabei darauf achten, dass die Verdrehsicherungen richtig sitzen, dass ihr ein bisschen Öl an Kolben macht und in die Zylinderlaufbahn und viel wichtiger, dass wir noch die neue Dichtung drauf machen. So, die legen wir dann jetzt als erstes gleich erstmal auf. Supi, sieht schon mal gut aus, die passt. So, dann Next Step einölen. Da könnt ihr eigentlich ganz normales Öl nehmen oder Zweitaktöl wäre natürlich noch besser, wer hat. Wichtig ist einfach nur, dass man die Schmierwirkung am Anfang hat, wo noch kein Spritter drin ist, der das Ganze schmieren kann. Das ist ja, wie gesagt, wichtig. So, da war ich einen Ticken zu schnell. Zylinder ist schon drauf. Wir setzen jetzt aber trotzdem noch zusammen schnell hier die Schrauben an. Na, wenn sie denn wollen. Das geht jetzt übrigens tatsächlich am besten. Ansonsten, wenn der ganze andere Klimbims da noch dran ist, ist das manchmal gar nicht so einfach. Hier jetzt noch einmal wichtig darauf zu achten, dass die olle Dichtung vernünftig da unterzwischen sitzt in den Löchern. Deswegen erst nur vorsichtig ansetzen, dann nochmal kontrollieren, ob die Dichtung gleichmäßig rausguckt an den Seiten. Falls irgendwo zu viel rausgucken sollte, kann ich euch schon sagen,
dann war es auf jeden Fall falsch, dann sitzt sie nicht richtig. Ja, mir fallen hier wieder die Schrauben weg. Ach, irgendwas ist auch immer, ne? Naja, egal. Es gehört halt mit dazu. Ich glaube, es gibt keinen Schrauber, der sich nicht regelmäßig darüber aufregt oder ärgert, dass ihm die Schrauben wegfallen. So, andere Seite. Da seht ihr jetzt wahrscheinlich kaum was bis gar nichts. Da die Schrauben rein frickel. Diese Seite ist auch irgendwie immer so ein bisschen doof ranzukommen. Oder auch da was zu zeigen. Wartet mal so, ich drehe das mal um. Vielleicht seht ihr dann mehr von der Schraube. Aber nützt ja nun nichts. So, und jetzt, last but not least, die kommt hier hinten herein. Und ich sage euch, so geht es wirklich am allerbesten, weil wenn ihr noch den Tank und alles andere montiert habt, was ja durchaus möglich ist bei den Sägen hier, ist das gar nicht so einfach, an die Schrauben ranzukommen, wenn man es vergessen hat, die vorher mit in den Zylinder reinzusetzen. Deswegen ist es so schon wirklich sehr, sehr gut, da ranzukommen. So, dann alle schön über Kreuz wieder festziehen. Nanu. Nee, aber die Schraube war scheinbar. Naja. Oder auch nicht. Oh Mann. Da habe ich gerade wo das Ding vergnießt genadelt. Das ist aber schlecht. Ich guck mal, ob ich noch einen habe. In weiser Voraussicht habe ich damals wo zwei bestellt. Und somit können wir jetzt die Schrauben nochmal vorsichtig nachziehen. Super. So. Hätten wir das Problem schon mal wieder gelöst, dann drehen wir das Ganze jetzt hier nochmal durch. Das fühlt sich gut an, geht schön leicht durch. Super. So, dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Neuteil weiter. Vom Auspuff war nämlich hier nur eine Hälfte dabei. Jetzt habe ich mich dazu durchgerungen und habe mir einen neuen bestellt, weil Einzelteile davon kriegt man eigentlich in der Regel nicht. So, hier ist das neue Exemplar. Eine neue Auspuffdichtung habe ich auch noch mit besorgt. Dann würde ich sagen, schrauben wir den jetzt mal an. So, für euch eine andere Position. Wir setzen als erstes jetzt hier den Auspuff mit der neuen Auspuffdichtung mal an. Leider muss ich hier auf Schrauben zurückgreifen, die ich noch liegen habe. Also neue. Das Problem ist nämlich, dass nicht nur einige Fehlteile mit dabei waren, sondern auch halt etliche Schrauben nicht mit dabei waren. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, ich hätte auch lieber ein paar Schrauben mit 27er Torx genommen. Das ist alles irgendwie möglichst originales, sag ich jetzt mal. Aber tja, man kann halt nicht immer alles haben, ne? Wird aber auch trotzdem so halten. Sieht halt nur ein bisschen doof aus. Aber gut, es nützt ja nichts. Ich schraube das mal eben fest und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Auspuff ist fest. Dann würde ich sagen, setzen wir jetzt als nächstes mal das Pullrad auf. Wo wir hier gerade schon mal auf dieser Seite sind und ihr schön in Position seid, denke ich mal, sollte das gut gehen. Bei der 026 übrigens darauf achten, da sitzt so ein kleiner Nasenkeil auf dem Polrad oder auf der Kurbelwelle drauf. Da müsst ihr drauf gucken, dass der da auch wirklich bei ist. Ansonsten habt ihr nachher ein Problem. Denn dann hält das natürlich nicht auf der Kurbelwelle fest, ist ja ganz klar. So, dann kommt noch die Mutter da drauf. Ist mit 13 mm dann zu befestigen.
Super, die sitzt schon mal ganz gut da drauf. Die werde ich gleich aber noch mal mit Kolbenstopper vernünftig festziehen. Ich nehme ja zum Stoppen des Kolbens immer ein Seil. Da müsst ihr immer aufpassen, dass ihr das nicht genau in den Auslass reinschiebt. Das wäre mir nämlich sonst fast gerade schon passiert hier. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum da so viel Seil reingeht, aber das wär der fatale Fehler gewesen. Weil dann kann man das Ganze nochmal richtig anziehen. Ansonsten habt ihr nämlich nachher das Problem, dass sich das löst. Und das wäre echt richtig schlecht. Genau, so. Dann Kolbenstopper wieder raus oder Band, wie man es auch immer nennen möchte. Und dann würde ich sagen, bauen wir mal die Zündung ein. So, Einbau der Zündung. Ich muss mal kurz gucken, dass ich nehme mal hier die Magnetschale unter, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt, dass die mal ein bisschen besser liegt. So, stecken wir jetzt hier erstmal so rein. Wichtig ist nachher, dass das Kabel einfach nur hier mit angeschraubt wird, dass das Masse hat. Dann würde ich sagen, wir nehmen hier jetzt auch noch ausnahmsweise mal zwei in Anführungszeichen normale Schrauben. Unterm Deckel sieht man das ja immer nicht so. Ich finde es wirklich ein Schönheitsfehler. Also sehe ich so, haut es mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich finde es einfach ein Schönheitsfehler. Ich mag das lieber, wenn alles schön original behalten ist. Aber naja, gut. Jeder so, wie er braucht oder wie er mag. So. Nicht ganz festziehen, denn wir wollen das Ganze jetzt ja noch einstellen. Dazu lassen wir gleich den Magneten einmal gegen die Zündung natürlich laufen. Und nehmen uns dann entweder eine Visitenkarte, könnt ihr euch nehmen, oder ein dünnes Stückchen Pappe. Ich nehme jetzt hier einfach gerade mal das, was ich gerade abgerissen habe von dem 27er Torx-Schlüssel, den ich vorher kaputt gemacht habe. Okay, drehe den nochmal komplett durch. Ansonsten wird das nichts. Und dann könnt ihr die einfach festziehen. Dann nochmal raus und dann nochmal Sichtprüfung machen. Aber ich denke mal, das sollte so passen. So, gehen wir einmal auf die andere Seite. Und zwar wollen wir jetzt noch die Kettenbremse wieder verbauen. Dafür sollten eigentlich alle Teile ausnahmsweise hier jetzt mal bei gewesen sein. Ich lege das jetzt hier schon mal so ein bisschen an der Seite hin. Und wieder das Schälchen unter, dass ihr wieder besser gucken könnt, was ich hier mache. Genau so. Gucke gerade noch mal rüber hier, ob wirklich alles dabei ist oder ob ich Stuss erzählt habe. Im Stillen und Heimlichen hoffe ich es einfach, dass ich recht hatte, dass alles dabei ist. Also ansonsten hat sich das dann gleich erledigt. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach erstmal an, das Ganze hier wieder zusammenzusetzen. Denn so, hier oben haben wir jetzt diesen Hebel, der nachher in den Kettenbremshebel mit reinfasst. Da ist eine kleine Feder, die muss da reinfassen. Weil die ist nachher dafür da, dass der Hebel wieder in seine Ursprungsposition zurückgeht. Und dann haben wir hier den Hebel, den mache ich mal einmal eben noch fix sauber. So, dann können wir jetzt als nächstes nämlich den Hebel samt dem Auslösemechanismus, nenne ich ihn jetzt mal, da aufsetzen. Ich hoffe, das geht auch. Ja, sieht soweit jetzt erstmal ganz gut aus. Jo. Wunderbar. Denn hier unten wird nachher dann das
Bremsband eingehangen. Das müssen wir gleich da aber noch einmal rausnehmen, weil so ist es schlecht einzuhängen. So, dann müssen wir jetzt gleich mal gucken, weil hier kommt jetzt gleich so ein kleiner Clips vor, den suche ich mal eben fix. Tja, tatsächlich noch einen auf Lager gehabt, weil dabei war wieder keiner. So, dann stecken wir den jetzt hier einfach nur vor. So, super. Und dann versuche ich jetzt mal noch das Bremsband hier irgendwie rauszubekommen. Das ist aber bestimmt schön eingewachsen, so wie das aussieht. Ah, aha. So, und dann kann man das jetzt nämlich hier so schräg vernünftig einhängen. Super Sache. So, und dann jetzt nicht vergessen hier oben, dass das alles wieder ordentlich drinne sitzt. Dann können wir jetzt die Feder noch spannen. Hierzu empfiehlt sich das Ganze immer zu lösen, also die ganzen Kettenbremsgeschichte zu lösen. Und dann nehme ich ganz gerne eigentlich meine Spitzzange. Und hakt das denn hier einfach nur hinten rüber. So, und dann sollte das Ganze eigentlich funktionieren. Und das tut's. Super. So, dann können wir jetzt hier auf diese Seite noch den Deckel aufbauen. Der wird dann mit zwei kleinen Schrauben einfach nur gesichert. So wie es aussieht, sind diese hier auch wirklich mit dabei tatsächlich. Also hätte ich selbst nicht mit gerechnet, aber ja, sieht ganz gut aus, dass die das sind. Jo, scheinbar waren es die wirklich. Ich bin begeistert. Dann würde ich sagen, wir switchen jetzt um auf den Tank und so weiter, denn mir fehlt noch eine Kleinigkeit. Hinter die Kupplung kommt später noch eine kleine Anlaufscheibe. Und die fehlt mir jetzt gerade noch. Das ist jetzt gerade das Problem, aber naja, es nützt nichts. Machen wir erstmal mit dem Rest weiter. Wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen und ich noch nicht, aber mir ist es jetzt gerade aufgefallen. Die Anschlagkralle ist natürlich verkehrt rum. Die machen wir nachher natürlich auch noch in die richtige Richtung. Ist mir jetzt gerade auch noch nicht aufgefallen. Aber ja, scheinbar ist es ja verkehrt rum. So. Dann als erstes stecken wir hier unten schon mal den Impulsschlauch wieder auf. Der kommt ja nachher dann ins Gehäuse mit rein, quasi oben. Und hier kommt dann der Ansaugstutzen ran. Den werde ich jetzt aber gleich noch einmal reinigen, weil hier ein bisschen Dreck dran ist. Und der wird dann einfach nur mit so einer Schelle da dran befestigt. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. So, dann stecken wir den mal hier erst drauf, ganz vorsichtig. Ich hoffe, dass der jetzt so auch passt, aber es sieht ganz gut aus. Und dann habe ich hier noch eine neue Schelle. Die alte war so dolle angegammelt schon, dass ich die gar nicht mehr gedreht bekommen habe. Schrauben wir die mal noch schnell fest. Mehr Gewinde hätte man da wahrscheinlich auch nicht für nehmen können. Muss man ja einfach auch mal so sagen, wie es ist. Das ist schon echt krank, dolle. Dann schiebe ich die noch mal einmal ein bisschen nach. Also wie es aussah, war sie da nicht richtig drauf. Aha, jetzt aber. Gut. Dann schrauben wir das Ding mal schön zusammen hier. Haben wir mal auch jetzt alles ausgereizt, was geht. Gut, dann lassen wir das jetzt erstmal so und kümmern uns jetzt als nächstes um den Tank.
So, das Tankgehäuse ist natürlich auch relativ dreckig. Wir gucken einmal in den Tank rein. Mal kurz gucken, dass ich meine Leuchte in der Hand kriege hier. Dass ihr auch was sehen könnt. Ist okay, aber ich spüle den auf jeden Fall einmal aus. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt sehen. Oh, sieht ganz gut aus. Genau, ich mache den auf jeden Fall jetzt auch erstmal einmal grob sauber. Und dann müssen wir mal einen neuen Spritschlauch und Filter und sowas einbauen. Ansonsten hat das Ganze, denke ich, mal keinen Zweck. So, Tank habe ich jetzt sauber gemacht. Jetzt kommt noch ein neuer Spritschlauch rein. Ich bevorzuge das ja eigentlich immer eher was Neues zu nehmen. Impulsschlauch hatte ich jetzt gerade nicht liegen, tatsächlich. Komme da gar nicht rein mit der Zange. Das ist doof. Ich würde den da jetzt ganz gerne irgendwie reinkriegen. Ohne den natürlich zu beschädigen, nicht? Das versteht sich ja, denke ich mal, von selbst. Okay, ich probiere es jetzt nochmal ohne Kamera und dann hoffe ich, dass es klappt. So, ich habe alles drinne. Den Part, wo ich jetzt sowieso nichts hätte zeigen können, wenn ich jetzt hier den neuen Spritschlauch raushole, habe ich jetzt einfach mal für euch übersprungen und zeige euch jetzt hier einfach, wie wunderschön der neue Spritfilter darauf passt. So, kommt das Ding wieder rein, Deckel drauf. Dann muss das so ausreichen. Hier drinnen, ich hoffe, ihr seht das jetzt, ist so eine Rille. Da kommt der Halterichter rein, also diese Haltekugel, sag ich mal, wird da einfach nur reingeklickst. Dann passt das schon wieder. Super. So, und bevor wir gleich Hochzeit feiern können und den Tank mit dem Motorgehäuse wieder vereinen, würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Geht im zweiten Teil dann weiter. Lasst mir wie immer gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Teil, wo wir alles zusammenbauen und die Säge dann hoffentlich wieder zum Laufen bringen. Wieder. Bis dahin, ciao!